Hi, ich bin Max. Geht's dir gut, Freddy? Ja, mir auch. Dies ist das letzte Mal, dass wir die Zwillinge Fred und George zusammen sehen. Bei der Schlacht um Hogwarts verliert George seinen geliebten Bruder und muss fortan ohne ihn leben. Das ist jedoch nur schwer vorstellbar, denn seit dem ersten Moment an waren die beiden ein Herz und eine Seele und wichen sich so gut wie nie von der Seite. Doch wie ging George mit dem Verlust seines Bruders um und wie sah sein Leben nach der Schlacht ohne ihn aus? Diese Fragen möchte ich in diesem Video beantworten. Welchen Tod der Reihe fandet ihr am traurigsten und habt ihr noch weitere Fragen aus dem Harry Potter Universum? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem Video. Bei der legendären und leider auch sehr traurigen letzten Schlacht um Hogwarts mussten viele unserer Lieblingscharaktere ihr Leben lassen. Darunter Remus Lupin, Nymphadora Tonks, Severus Snape und auch Fred Weasley. Dieser lässt seinen Zwillingsbruder George zurück, dem seit diesem Moment der wohl wichtigste Teil in seinem Leben fehlt. Bevor wir dazu kommen, wie das Leben von George nach der Schlacht aussah, möchte ich zunächst darauf eingehen, wie genau Fred eigentlich starb, da dies in den Filmen leider nicht genauer erläutert wird. In den Büchern erfahren wir jedoch mehr. Fred befand sich zusammen mit Harry, Ron, Hermine und Percy in einem Gang des Schlosses. Dort warf Percy gerade einen Fluch auf den Zaubereiminister Pierce Thickness, der während der Schlacht auf der Seite der Todesser stand. Danach scherzte er: "Hallo Minister, hab ich schon erwähnt, dass ich kündige?" Fred bekam dies mit und war sehr erstaunt, aber auch amüsiert über die Worte seines Bruders. "Du machst Witze, Percy. Ich glaube, ich habe keinen Witz mehr von dir gehört seit..." Doch weiter kam er leider nicht. In diesem Moment explodierte die Mauer hinter ihnen und ein Meer aus Steintrümmern wurde den fünf entgegengeschleudert. Während die anderen unbeschadet davonkamen, wurde Fred von einem der Trümmer getroffen und verlor dabei sein Leben. So traurig dieser Moment auch war, Fred starb, wie wir ihn immer gekannt haben, mit einem Lächeln im Gesicht. Nun sind die Umstände seines Todes etwas klarer. Bleibt die Frage, wie George mit dem Tod seines Bruders umging und wie dieser sein Leben beeinflusste. Natürlich war er vom Tod seines Bruders und gleichzeitig engsten Freund mehr als nur stark getroffen. Es lässt sich wohl sagen, dass er diesen auch nie ganz verarbeiten konnte. Realisiert hatte er seinen Tod zu diesem Zeitpunkt definitiv noch nicht, was uns auch ein kleines Detail in den Filmen zeigt. Als der vermeintlich tote Harry nach Nevilles Rede überraschend aufspringt, sind alle Umstehenden mehr als nur überrascht. So auch George Weasley. In dieser kurzen Szene sehen wir, wie er sich vor Überraschung umdreht, um die Reaktion seines Bruders zu sehen und dabei mit den Lippen Freds Namen formt. Doch dieser ist nicht mehr bei ihm, was er erst in diesem Moment wieder realisiert. Diese Stelle zeigt meiner Meinung nach gut, wie sehr George daran gewöhnt ist, Fred um sich zu haben und wie schwer es ihm für den Rest seines Lebens fallen wird, ohne ihn auszukommen. Doch ganz in der Manier der Weasley-Zwillinge ist George eine Person, die auch die schlimmsten Rückschläge überstehen kann und nach vorne sieht. Nach der Schlacht beginnt er damit, den Scherzartikelladen der Weasleys erneut zu eröffnen. Diesmal hilft ihm dabei sein Bruder Ron, nachdem dieser 2 Jahre als Auror im Ministerium gearbeitet hatte. Die beiden schafften es, den Laden zu sehr großem Erfolg zu bringen. Dies taten sie auch im Namen ihres Bruders Fred, da beide glaubten, er hätte gewollt, dass sie weitermachen und das Bestmögliche aus ihrem Leben herausholen. Einige Jahre später heiratete George Angelina Johnson, mit welcher sein Bruder Fred damals schon zum Weihnachtsball ging und vielleicht sogar eine Beziehung führte. Die beiden bekamen einen Sohn, welchen sie ihm zu Ehren nach Fred benannten, und eine Tochter namens Roxanne Weasley. George führte also augenscheinlich trotz der tiefen Wunde ein glückliches Leben. Jedoch ließ ihn der Verlust seines Bruders nie mehr ganz los. So besagt eine Theorie, dass er seit dessen Tod keinen Patronus mehr heraufbeschwören kann, da all seine glücklichen Erinnerungen, die für diesen Zauber nötig sind, mit Fred zusammenhängen und auch seine neuen glücklichen Momente immer wieder vom Verlust seines Bruders überschattet wurden. Weiter wird gesagt, dass George an Ginnys und Harrys Hochzeit im Gedenken an seinen Bruder gleich 2-mal mit seiner Schwester tanzte. Einmal als er selbst und einmal als sein Bruder Fred, sodass seine Familie diesen in Erinnerung halten konnte und er diesen glücklichen Moment trotz allem miterleben konnte. Welcher Tod aus der Reihe hat euch am meisten berührt und habt ihr noch weitere Fragen aus dem Harry Potter Universum? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.